an den Tischen vorbeilaufen. Sonst passieren schlimme Dinge und Sachen gehen kaputt. Kennen das schon. Na, 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 nicht abkürzen. Ja, Gut. oder du machst es Oh, er so. hat sich bewegt. Rafim, 22, du bist mittlerweile 2 Meter groß. Ja, bisschen klein, aber ich sehe Greifenmund, richtig? Du siehst Greifenmund. Er sieht dich. Also eben hat er Boltox angesehen, als er ihm vorbeigerannt ist. Jetzt sieht er dich an und schüttelt ebenso mit dem Kopf. Macht er irgendwas? Er Offensichtlich. spricht zu Praios auf Aureliani oder so. Also steht er sinnlos im Weg rum. Da wird er geschubst. Wird aus dem Weg geschubst. Also ich möchte Greifenmund von hier nach da schubsen. Ja, würfel mal raufen. Ja, dagegen kann ich ja nicht verteidigen, weil ich ja noch in der Liturgie bin. Ba bounce sich dann gegen Jalan. Nö, du schubst Richtung nicht aktuell. Also du Dies wolltest ist ja. jetzt, dies Das ist eine ist deine. Selbstbeherrschung. Das ist eine Selbstbeherrschung, um in der Liturgie zu bleiben, oder? Genau. Erschwert um du Raphim, mach kannst mal Schaden. um den Schaden, genau. Erschwert um den Schaden. Haben die TP oder die SP? Ja, Da kommt nichts durch, Alter. weil da kommt nichts durch. Ach, er schubst dich, dann Ich kriegst mache jetzt du erstmal eine unerschwerte vier, Selbstbeherrschung. vier Ausdauerschaden. Die Ausdauerschaden kriegst du trotzdem. Denk an deine verringerte Ausdauer. Wie, die Ausdauerschaden kriege ich trotzdem? Ja, Ausdauerschaden. Hallo, Also egal. Ausdauerverlust, Die Entschuldigung. vier Punkte werde ich jetzt nicht rumdiskutieren, habe ich keinen Bock zu. Gut. Aber ich bleibe leider in der Liturgie, Jungs. Ihr müsst euch was anderes einfallen lassen. Okay. Dann habe ich jetzt ja noch zwei Aktionen. Nee, weil du eine Aktion positiv. Ja, doch, stimmt, du hast ein Schwert in der Hand, das stimmt. Ich habe drei Aktionen. Dann ein Meter an den Mann rangetreten und dann wird der zweimal gehauen. Gut. Kriegt erstmal einen. Ja, geben wir mal einen Fünfer Wuchtschlag. Tut er was dagegen oder nimmt er den einfach? Aktuell nicht, er hat nachgeladen oder er will nachladen. Okay, dann kriegt er einmal 22 ins linke Bein und dann kriegt er nochmal einen Einser Wuchtschlag. Ja, 22 minus 5 sind Kriegt er nochmal 22 in den 17, Torso. 17 in den Torso. Keine Wunder. Ja, nochmal 22. Ja, habe ich gesehen. Gut, also Schaden machst du ihm definitiv. Und du kannst auch sehen, dass wohl die Wunde zähflüssig wieder zufließt. Also nicht sofort, nicht instantan, aber sie fließt wieder zu. 22 ist er rund. Ja, ich möchte eine freie Aktion Schritt machen und mich zwar in einem 45-Grad-Winkel da so hinstellen, dass ich an meinem Fortifex gut vorbeihauen kann. Ich möchte zweimal angreifen. Die erste Attacke wird ein Wuchtschlag plus 6. Oh, ich glaube, ich habe auf die Parade gedrückt, kann das sein? Ja, Egal, ist der gleiche sechs Wert. liegt. Das ist der gleiche Wert. Dann kannst du Ja. Schaden machen. Ja. Möchtest du auch eine Trefferzone direkt hinterher oder nicht? Bei dem Schaden ist das noch egal, weil es keine Wunde ist. Na gut, vielleicht würfelst du eine 20 Kopf, doppelter Schaden. Würfel immer. Kommen noch sonstige Aktionen oder soll ich direkt schon meine zweite Attacke Du würfeln? kannst gleich die zweite, weil er nichts dagegen tut. 22 minus 5 sind nochmal 17. Ja, da gebe ich mir einen Zweierwuchtschlag noch drauf. Nee. Dann hast du auf deiner nächsten Aktion ein Zweier-Malus. Nächste Kampfrunde. Wir würfeln jetzt alle nochmal den Ausdauerverlust und zwar 1W6 durch schlechte Luft. Der Braku zieht vor und der Braku würde ganz gerne Isarun mit einem Horiphobos angreifen. Ich möchte auch vorziehen. Habe ich mir gedacht. Dann fangen wir mit der 22 an. Ich hau Mangrave. Guter Plan. Aktuell habt ihr alle noch Ausdauer, ne? Sonst sagt Bescheid, wenn ihr keine mehr Ja. habt. Ich bin unter der Hälfte. Ich gebe ihm mal einen 8er Wuchtschlag. Oh, das treffe ich nicht. Sehr Ja, gut, nächste dann. Aktion plus 8. Nee, ich würfe das neue Chippy. Versuche ihn umzureißen. Wahrheit kommt wieder. Ja. Dann 8er Wunsch, 8er Wuchtschlag. Ah. 27 sind 22. Ins linke Wund, jetzt Bein. kannst du ihm mal eine Wunde ins linke Bein, hast du schon gewürfelt? Ja. Würfel immer, vielleicht treffe ich ja Kopf. Doppelter Schaden. Stimmt. Erstes, Schicksalspunkt ist weg. Ja, aber ich meine, ich darf jetzt ja nicht nochmal handeln. Er ist ja vorher Doch. dran. Ach so, doch stimmt. Er darf vorher handeln, stimmt. Und er hat auch schon nachgeladen. Dann schießt er erst. Ich muss mal überlegen, was er Ich schießt. möchte auch gerne Dieser vorziehen. Rund sieht vor.
Genau, ich mache einen Wuchtschlag, nur plus 4. Und dann kommt noch die Erschnellnis von 2 aus der letzten Kampfrunde dazu. Mhm. Das ist gelungen. Stimmt. Die plus 2 hast du auch gedacht. Mhm. 26 sind 15 TP. Diese Runde hat erstmal gehandelt. Dann ist der Prago und der Lord of Mangrace dran. Mit denen fange ich mal an. Abel, mir könnte noch vorziehen, wenn er möchte. Ich würde auch vorziehen. In Guardiano wirken 2 Aktionen wieder. Okay. Ja, dann würfel nochmal deine Probe. Das ist plus 6 gegen Schild, gegen Dämon und Zauber. Dann fange ich mal mit dem Prago schon mal an, den wir 20 zu würfeln. Ja, ich glaube, da muss ich nach Isaruns MR gar nicht fragen. Das ist egal. Ja, ist gelungen. Also, der Brago startet, ich hasse, füllt an. Achso, er hat 3 Aktionen, dann kann er auch noch andere Sachen machen. Dann denkst du übrigens dran, dass auch der Brago eine begrenzte Menge an ASP hat, ja? Das ist richtig. Er hat jetzt 2-mal den Horiphobos gezaubert und jetzt kann er halt noch seinen regulären Schaden machen mit der Wolke. Ist die Frage, ist der Schild gegen Dämon und gegen Zauber? Ist er innerhalb meines Schildes jetzt 3 Meter? Nee, kannst du ja selber ausmessen, wie weit 3 Meter sind. Also Isarun erreichst du mit deinem Schild nicht. Schade. Nicht, wo du da hinten stehst. Dann würfel ich mit dem Brago gleich. Und zwar nach Isaruns zweiten Aktion. Ich fange jetzt aber mal mit Mangrace an und schieße auf Raphim. Das habe ich befürchtet. Ja, ich bin mal ekelhaft. Ich habe was geladen und ich schieße. Ja. 4, getroffen. Ja, natürlich trifft er. Du kannst ausweichen, du hast kein Schild, also kannst du nicht Schild, also Schild parieren könntest du, aber du kannst halt dieses Glasfläschchen mit deinem Schwert nicht parieren, du musst ausweichen. Ja, oder ist es dir egal und du guckst mal, was passiert. Ich werde getroffen, aber ich probiere mal auszuweichen. Ja. Gut. Dann merkst du, wie deine Hand verschwindet. Beide? Beide. Und du guckst zu, deine Arme verschwinden. Dein Oberarm verschwindet. Fällt mein Schwert mir außer Hand? Nein. Es schwebt in der Luft. Okay. So, dann habe ich einmal geschossen, dann habe ich einmal gehorrephobust. Sonst würde ich weitermachen mit Raphim, der immer noch vorziehen weiter darf. Der kriegt einen 5er Wuchtschlag, ne? 5er Wuchtschlag. Hattest du noch eine Erschwernis? Nee, ne? Nee, er hat seinen Schicksalspunkt eingesetzt. Stimmt. 19 minus 5 sind 14. In den Torso. In den Torso, ist keine Wunde, ist also egal. Isarun, zweite Attacke. Ja, umwandeln und Wuchtschlag 2. Oh, nee. Ja? Nee, ist lungen. Ich muss gerade noch meine Regeneration auswürfeln. Ja, so viel zur Wundschließung. Also, Raphim, du konntest sehen, dass ich, wie gesagt, die Wunde wieder verkrustet. Aber es ist halt noch nicht zugewachsen. Es fließt halt weiter seltsame Flüssigkeiten aus seinem Körper, die wohl kein Blut mehr sind. Isarun schlägt daneben. Wir merken uns die 6er. Mangrace lädt nach und der Horiphobos würfelt jetzt seinen Giftgaswolkenangriff. Und zwar macht er seinem Angriff 2W6. Das ist ein gezielter Angriff. Achso, genau. 1W6 SP, ansonsten 12. Schauen wir mal, ob die 12... Das wäre gelungen. Dann 1W6 Schadenspunkte für Isarun. In Guardiano hat das ja nicht, ne? Ne. Soll ich den 1W6 ausgeben? Das ist dein Schaden, oder? Kannst du würfeln, ja. Ja, sehr gut. Dann ist mein Brago noch nicht fertig, aber wir fangen einfach mal weiter an mit... Isarun, hat das so eine dritte Aktion? Nee. Ne. Auf jeden Fall deine. Ja, aber ich bin ja ausgewichen. Stimmt. Dann machen wir mit der 14 Jalan weiter. Vierte, fünfte Aktion. Gut, du zauberst, Kamal. Beutel 16. Hey. Ja, ich habe gutes Gedächtnis. Du fliegst erstmal gegen den Stein. Ja. Gib mir mal einen Raufenangriff. Nee, folgendes. Ich habe gutes Gedächtnis und in den namenlosen Tagen sind wir so einer Levitation ja schon mal begegnet. Und da konnte ich mich relativ gut halten. Beim Brago? Achso, einer Levitation, nee, ja. Genau. Gestehst du mir da einen Wurf zu, um mich daran zu erinnern, wie es am sinnvollsten ist, sich in einer Levitation zu verhalten? Erstmal fliegst du gegen die Wand. Ja, das ist in Ordnung. Erstmal gibst du mal einen Raufen Schaden von dir selbst. Okay. Raufen Schaden. Genau. Und weil du halt angelaufen bist, ist nochmal deine Hälfte Geschwindigkeit. Was ist denn deine Hälfte Geschwindigkeit? 6? Sehr wenig. Meine 6 halbe? 3? Ja.
Genau. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Kampf. Laufen habe ich gar nicht eingetragen. Dann wahrscheinlich bei deiner Körperkraft 10-3 sind es 1-6. 1-6, alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Aua. 5 plus 3 sind 8. Das sind 8 TP Ausdauer und 4 SP. Ob deine Ausdauer ist aktuell noch hoch genug? 38, ja. Also da habe ich keine Probleme mit. Jetzt auf 34. Und das sind dann. Dann kannst du jetzt eine Magiekunde-Probe würfeln, aber dann wäre deine Aktion auch durch. Ja, okay. Magiekunde? Okay. Ja, oder du schlägst mir was anderes vor. Fliegen! Ja, habe ich ja nicht. Würfeln wir auf Fliegen, genau. Fliegen ist aber das Reiten von Teppichen und ähnlichem. Fliegen ist auch die Bewegung in der Sperre aus dem Raum. Okay, wir haben damals, meine ich, eine Körperbeherrschung gewürfelt. Wir haben definitiv in Kolokai Fliegen gewürfelt. Also Magiekunde, gib mal eine Magiekunde-Probe, weil du stehst gerade unter einer Levitation. Ja, okay, alles klar. Magiekunde, schauen wir doch mal. Ich kenne den Effekt, wie gesagt. Mhm. Und konnte mich damals dem Ganzen auch gut erwehren, als wir in Rommelis waren. Dann ist deine Fliegenprobe jetzt um 7 Punkte erleichtert. Okay, ich habe kein Fliegen. Aus welcher Körperbeherrschung, oder? Genau. Weichst du auf Körperbeherrschung aus, Körperbeherrschung plus 10, minus 7 ist eine plus 3. Okay. Du hast jetzt aber dich erstmal nur orientiert und so weiter, dann ist die Kampfrunde, glaube ich, durch, ne? Ja, warte mal. Machen kann ich dann wahrscheinlich nichts mehr, oder? Nee, genau. Du hattest dich jetzt orientiert, also nicht regeltechnisch orientiert, aber du bist jetzt gerade mit deiner Levitation so ein bisschen klargekommen und hast jetzt realisiert, was das für ein Problem ist gerade bei dir. Okay. Nächste Kampfrunde. Wir würfeln vorher alle 1W6 Ausdauerverlust. Ein Schaden, nur ein Verlust. Wer hat gerade die Fee? Voltax, ne? Ja. Kannst die Fee auch weitergeben? Wie denn? Ich fliege doch gerade. Ja, ich wollte nur sagen, also... Die Fee fliegt mit. Der Flügel macht gar nichts. Falls diese Rune jetzt zusammenbrechen sollte oder so. Nö, noch oder nicht. Oder anfängt zu husten und zu kotzen. Jalan, du bist bei? 16. 7 und 8, ne? Was? Also sind wir schon eine Runde weiter jetzt? Ja, fängt jetzt an. Ich glaube, nächste Kampfrunde müsste hier fertig werden. Nee, dann 7 und 8 in der nächsten Runde. Gut. 14, 16 Boltax. Ich würde mich gerne versuchen, an Jalans Mantel festzuhalten, damit ich nicht weiter abtreibe. Körperbeherrschung plus 3. Okay. Also abtreiben tust du ja nicht, ne? Du bist jetzt halt gegen volle Helle gegen die Wand gekracht. Ja, hast jetzt so ein paar Splitter in der Wand stecken, in deiner Wange stecken, aber ansonsten kannst du dich an Jalan heranziehen. Jalan, das ist schon ganz schön aggressiv, schon ganz schön gewalttätig, was Boltax da gerade mit dir tut. Zieht und zurrt er deinen Mantel. Boltax, kannst du noch was tun? Ja, ich würde mich dann möglichst in seinen Bauch schlingen, sodass ich nicht weiter abtreibe. Ja. Dirty ist meine Selbstbeherrschung. Nein. Jalan, er versucht dich zu würgen. Also nicht an deinem Hals, aber an deinem Bauch. Er will irgendwie den Bauch zerquetschen. Das ist umarmen. Ich halte es für das Beste, weiter energisch die Liturgie durchzubeten, denn dann hat das alles ein Ende. Mangrace ist dran, er hatte nachgeladen. Ja, okay. Fünfer Wuchtschlag, hauen wir ihn. Mittlerweile bist du komplett unsichtbar. Das hat ja keinerlei Einfluss auf meine Handlung, oder? Also, ich bin halt unsichtbar, aber... Ja, genau, also du kämpfst halt... Er hat jetzt eine plus 8, um gegen Unsichtbare zu kämpfen. Ja, ich würde ihm 19 Schaden machen. Ja. In den Schilder. Du merkst jetzt auch tatsächlich, wie... du hast wohl auch auf seinen Flügel gezielt und der Flügel aktuell bewegungsunfähig ist er nicht, weil die Magieresistenz hat er wohl geschafft. Aber du merkst wohl, wie du seinen Flügel abschlägst, abtrennst und der dann so langsam zu Boden gleitet, trudelt. Dann ist Raffi mit der ersten Aktion durch Isarun. Könnt ihr noch einmal vorziehen? Ja, das möchte ich gerne. Es wird nämlich auf dich gezielt. Ah nee, okay. du hast immer noch... Nee, er zählt auf Abelmir. Lustiger. Ja, ich mache einen Wuchtschlag 4. Mhm. Und ich habe ja noch die Erschwernis von 2 aus der letzten Runde. Gut. War das nur eine 2? Ja. Das war halt die umgewandelte. Ja, Schaden. Boah. 19. Nochmal 14. Dann kannst du eben auf der anderen Seite den anderen Flügel abhacken. Und dein Schwert hat wohl so sehr viel Wucht noch, dass du eben ins Knie reinhackst.
Gut, Isarun ist mit der ersten Aktion durch. Brago möchte gerne Isarun angreifen. Und würfelt eine 8, hat getroffen, 1W6 SP. Kannst du selber auswürfeln, den Schaden. Abelmir könnte noch vorziehen. Du siehst, wie auf dich angelegt wird und geschossen. Ich sehe ja Isaruns Fortifex als flimmernden Schild vermutlich mal. Ja, aber vor Isarun, nicht vor dir. Kann ich mich zumindest nach unten rechts begeben, damit ich hinter den Schild gelange? Mit einer Alchemieprobe plus 8 kommst du wohl rechtzeitig ganz grob hinter Jarlen, hinter Boltax, aber nicht mehr hinter Isarun. Dann würde er auf ihn einschießen. Mein Guardianum wirkt ja und er ist ja... Kannst du dich auf den Guardianum verlassen? Ein dämonisches Wesen oder Teil von ihm, sonst müsste dämonisch, müsste eigentlich weggedrückt werden. Versuch's. Gut, ich bewege mich erstmal in die Richtung. Genau, worüber? Also, willst du da rüber klettern? Dann will ich eine Alchemieprobe von dir haben. Ich außenrum bewege ich mich. Dann außenrum. Dann beweg dich außenrum. Ach so, da. Ja, dafür sind wir die Tische. Wir sind alle darum geladen. Alles jetzt. Klar, denn. Mit Leertaste. Leertaste. Naja, alle, außer ein kleines gallisches Dorf namens Isarun. Torbusches, ein kleines torbusches Dorf. Ich ziehe jetzt mal da ein, einfach. Gut, stopp. Ja, genau. So, zack. Dann ist er aber dran. Dann nach deiner Aktionposition. Er wird aber rausgedrückt, wo er nach den 3 Schritt dran ist. Schauen wir mal. Kommt doch mal, wie viel Körperkraft er gegen dich hat. Dann gib mir erstmal eine Körperkraft. Er gegen dich. 8, 7. Was hast du für du KK? 13. 13, er hat 14. Dann ist Gleichstand. Ist das nicht eine Probe? Wie Probe, ja, eine konträre Probe. Er habe mir gegen Mangrace. Beide die gleiche Qualität, das heißt, du kannst sie nicht wegdrücken. Ja. Geht um die Qualität, die du übrig hast. Er legt auf dich an und schießt. Du stehst jetzt allerdings neben Boltax, das gilt also als Kampfgetümmel, da könnt ihr jetzt also auch die anderen treffen. Und Boltax klammert an mir, das heißt, ich bin auch drin. Richtig. So, schauen wir erstmal, ob er trifft. Das Schöne ist, dass du gerade eine Liturgie sprichst und gerade nicht 13 getroffen. Kann ich das ausweichen? Ist gut. Das du ist kannst gut frei genug, ausweichen oder also du kannst ganz oder frei ausweichen. Ist aber ein Geschoss, was auf dich zufliegt, also eine plus 8. Dann brauche ich gar nicht so würfeln, das schaffe ich eh nicht. Gut, dann wirst du getroffen von einem Schlafgift, Qualität F. Wow. Gut, dann bin ich aus Ottawa wahrscheinlich. Jetzt tatsächlich schon. Schlafgift nicht ein Waffengift? Du kannst es ja als Sprühkammer, wenn das zerbricht, kannst du das. Ich muss gerade mal schauen. Einnahmegift, aber egal. Genau, war ja in der Bene aufgeteilt, die Glasfiole zerbricht und platzt dann auf. Dementsprechend, das klappt. War das schon seine zweite Aktion? Nee, das war sein erster Schuss. Sein erster Schuss auf der 20. Nee, ich meine jetzt Abelmir. Ob er nicht vielleicht frei noch ausweichen kann. Hab ich ihn gefragt, er wollte nicht. Ja, okay, ja, aber auf die 1 ist halt auch wieder. Auf die 0. Okay, Jarlan, du bist jetzt, glaube ich, bei... Ich bin jetzt in Aktion 6 und 7. Nee. Ich war letzte Runde in 4 und 5. Also ich bin jetzt in 6 und 7. Wenn du mich zwischendrin eine Runde übergangen hast, kann das sein. Ich habe das Gefühl, aber ich habe es nicht gemerkt und ich bin nicht aufgerufen worden. Das ist jetzt die letzte Kampfrunde, wo er noch nicht durchgeht. Nächste Kampfrunde geht er durch. Nee, nächste Runde sind wir bei 8 und 9. Nee. Bei 9 bist du bei 8 bist du jetzt gerade. Ich kann nicht bei 8 sein. Ich habe mit einer Aktion in der ersten Runde angefangen. Boltax. Das heißt, ich muss auf einer ungeraden Zahl sein. Ja. Ich rufe Jarlan zu. Stoß mich in seine Richtung! Los! Schaut dich friedfertig an. Und murmelt weiter. Boltax, Mangrace hatte schon einmal geschossen. Ja, er lebt nach. Er hat noch mehr lustige Fiolen an seinem Gürtel. Asavo versucht nochmal eine... Ja, er macht seinen eisernen Willen an und kämpft jetzt gegen den Braku. Er macht also eine Aktionposition und fängt jetzt erstmal an zu kämpfen. Braku möchte gerne weiter Isarun einnebeln. Der hatte noch nicht gewürfelt, ne? Doch, der hatte schon gewürfelt. 1W6 Schadenspunkte von... Ich hab schon mal. Ja, genau, der hatte schon. Dann habt ihr noch freie Aktion übrig? Ich hab noch Aktionen. Ich hab noch reguläre. Ja, genau. Mach du erstmal. Ich fünf mal Wuchtschlag, weil kein Geiz. Genau. Oh, 20, aber nicht bestätigt. Schade, kein Patzer. Dann kriegt er einen 1er Wuchtschlag, weil ich würfel wie der allerletzte. So.
sind 18 in den Torso. Ja, dann kannst du ihm jetzt an den Rippen einhaken und reißt ihm wohl zwei, drei Rippenstückchen raus, die jetzt gerade durch die Kristallkaverne herumfliegen. Ich würfel gerade mal die Regeneration von dem Balsam aus. Ja. Du merkst halt wieder, wie sich da sowas wie ein Rippenstückchen nachformen möchte. Dieser Run? Ja, ich mache einen ganz normalen zweiten Angriff. Der ist gelungen. Oh, blöd gewürfelt. 11 minus 5 sind 6. In? Schildarm. Den Schildarm. Okay, Rafim, letzte Aktion hattest du schon, ne? Ja, ich bin fertig. Ja. Ich habe noch eine, oder? Ich habe ja nur eine. Du hast ihm was zugeschrien? Ja, dann was angeschrien. Jetzt würde ich mich in der zweiten Aktion von ihm abstoßen, wenn er mich nicht selbst werfen will in Richtung Mangrace. Also schön von ihm abstoßen. Ihn festzuhalten wäre mehr als eine freie Aktion, oder? Ja. Okay, dann wäre konträre Raufenprobe oder sowas. Ja, also hätte ich gerade nichts zu tun, würde ich das tun, aber ja. Nee, du bist sehr friedfertig. Es wäre sehr gewaltsam, wenn du jetzt Boltax festhalten würdest. Ich weiß nicht, es würde die beiden davon abhalten, sich zu betteln. Also wäre das ein netto Friedensgewinn. Aber wie gesagt, ich bin in der Liturgie. Mit meinem Dolch voraus. Okay, dann spring in seinen Kopf rein. Ich sehr Travia gefällig. Mir egal. Ja, Können wir schon plus 3 und dann. Alles klar. Können wir mal gucken, was du so für einen Flugangriff machst. Ja. Schauen wir mal. Sieht oh, gut aus. Ja. Voltax. Du machst jetzt Dolchschaden, ne? Genau, mit meinem Prios Dolch, also beziehungsweise mit Bernstein Dolch. Ich gebe dir eine Erleichterung von 5 Punkten. Okay. Für den Flugangriff. Okay, alles klar. Und dann schauen wir mal, wie der. Ach, so ein Wuchtstich? Den kann ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wenn du einen Wuchtschlag hast, klar. Ja, ich habe keinen Wuchtschlag. Gezielter Stich? Mach einfach Schaden. Ja, ich mache einfach Schaden. Ich muss einfach den Angriff auswürfeln. Macht halt eh 1W6 plus 1. Ja, wenn er treffen. Ja, oh, das ist halt gerade so gelungen. Fast würdest du an seinem Kopf vorbeifliegen. Du kannst dich so an seinen zwei kleinen Hörnchen festhalten, die ihm da wohl gewachsen sind, und kannst ihm dann den Kopf, den Dolch in den Kopf rammen. Schaden? Ja, 1W6 plus 1, 4 plus 1, 5. Ja, und merkst wohl, wie dein Dolch über die Hirnplatte rüber schabt und nicht wirklich eindringt. Gut, ich glaube, wir können an dieser Stelle den Kampf auflösen. Jeder bitte eine Beschreibung. Wir fangen oben bei Isarun an, 22. Isaruns Fortifex wird demnächst seinen Geist aufgeben. Die Wirkungsdauer wird vorüber sein. Sie wird aber trotzdem auf Aluris Mangrave weiter einschlagen. Zwischendurch nochmal versuchen, Yalan einen Schubs zu geben, damit er auch mal was macht, der faule Sack. Aber irgendwann bricht dann das Wesen zusammen. Rafim kann weiter schneiden. Ja, ich würde versuchen, immer wieder in die Rippen zu treffen und mein Schwert so tief in ihn zu bohren, dass er möglichst davon festgehalten wird, damit Isarun ihn im Kopf abschneiden kann. Asavo kümmert sich derweil um den Braku und versucht, den Nebel mit seinen beiden Kampfstäben und dem metallenen Überschlag dann nach und nach dann aufzulösen, was ihm dann wohl auch gelingt. Boltax, kannst dir weiter den geweihten Dolch in die Hirnplatte rammen? Genau, beziehungsweise als ich merke, dass die Hirnplatte wohl ein sehr schlechtes Ziel ist und ich mich noch an sein Hörnchen festklammere, werde ich den Dolch wohl auf weichere Teile dieses Wesens fokussieren und am Kopf hängend versuchen, so schnell wie möglich wesentliche Organe zu treffen. Okay, und während ihr gerade am Schneiden seid, könnt ihr dann die donnernde Stimme von Yalan hören. Genug ist das jetzt! Im Namen von Pyres, das ist doch keine Gerechtigkeit! Leg die Waffen nieder! Ja. Mich trifft ja diese Ampulle. Bin erstmal erschreckt und entsetzt, atme diesen Sprühnebel, der aus dieser Ampulle austritt, ein. Und sinke dann ohnmächtig zu Boden. Leider ist sie nicht an dem Guardianum von dir hängen geblieben, denn es war ein Alchemikum. Keine dämonische Machwerk.
Gut, damit könnt ihr hustend und stöhnend auf die Gestalt von Lurith Mangrace einschlagen, schaut dann fassungslos Jalan an, wie er da mit verklärtem Blick steht und ihr merkt, wie eine Friedfertigkeit von Albuin und Victus in euch sich wohlig warm in eurer Magengegend ausbreitet. Und ihr starrt auf das Massaker an, was ihr angerichtet habt, die zerrissene und geschundene Gestalt dieses armen Alchemisten. Und mittlerweile ist er wohl auch keine 3 Meter große Dämonengestalt mehr, sondern nur noch ein alter Mann mit einem Backenbart. Moment, die Waffen nieder. Haben wir nicht genug angerichtet? Hast du das gewürfelt? Muss ich noch. Ja, wir sind nicht in Kampfrunden, ich glaube. Ja, aber ich habe Selbstbeherrschung. Ja, genau. Okay. Also das war ein heiliger Befehl, ne? Dann machen wir das einfach richtig, mal. Richtig, habe ich uns gerade einen gerade. Gehen wir mal die Modifikatoren durch, ihr könnt scheitern. Demalitogium. Modifikatoren. Du hast ihn halt aufgestuft. Ich glaube, ansonsten ist der nicht erschwert. Nichts über euch. So. Also, ich handle nicht aus einer Notlage heraus, handle ich aus eigensichtigen Motiven. Ich stehe unter magischem Zwang. Oh, ich stehe unter magischem Zwang. Das wird für Preios. Gerade für Preios, ne? Also das ist eine plus 12, dann habe ich noch die Aufstufung, das ist insgesamt eine plus 14. Ich würfel die jetzt erstmal, bevor wir weiter durchrechnen, denn das könnte sowieso schon scheitern. Das ist eine gute Probe. Nee, okay. Kann noch maximal 2 ausgleichen, warte. Kann ich ihn tippen lassen? Ich glaube, du musst Selbstbeherrschungsprobe plus 2 oder sowas, ne? Oder plus 2 plus 5. Dann chip das, damit ich jetzt Karma spare. Bitte. Nein. Ich flehe dich an. Nein. Ach, komm, es ist PvP. Warte, rechnen wir weiter durch. Wir sind nicht in der namenlosen Tage. Ich greife nicht Ordnung ins Gefühl. Stört es die Ordnung der Welt? Nee, die Ordnung der Welt stört das nicht. Aber du bist an einem dämonisch verfluchten Ort. Ich nehme an dir schön, dass dadurch ist mehr als plus 2 und damit schadet ihn der Ja, ist sie. Das ist gut, dann spare ich mir 12 Punkte Karma. Die Hälfte, ne? Nein, ein Fünftel für Geweihte. Ein Fünftel? Wow. Ja, trotzdem, du bist halt immer noch unter der Einwirkung des Friedens. Ja, klar, das wirkt noch ein paar Spielrunden. Nee, wir würfeln das jetzt nicht aus, aber sagen wir, wenn wir oben sind, hat es dann Gang getan. Seht ihr nicht, dass es reicht? Der Mann ist tot. Kommt zur Besinnung. Der Mann war ein paktierender Hurensohn und hat verdient, was er gekriegt hat. Und trotzdem hätten wir ihn anständig richten können. Ich doch. Isarun hat ihm den Kopf abgeschnitten, ich habe ihn festgehalten. Er hat das gekriegt, was er verdient hat. Ohne Richterspruch, ohne Salbung, ohne Scheiterhaufen. Gut, als Fall des Lichts erkläre ich ihn wegen magischer Freveleien zum Tode. Hinterher, nachdem er ihn umgebracht hat. Sehr schön, Isarun, sehr schön. Ich bin mir sicher, Preios wird dies gefallen. Mir sicher, bei eurer nächsten Beichte wird man sich dessen angemessen annehmen. Wie redet ihr überhaupt? Was ist denn los mit euch? Wo ist Raphim hin? Hier! Also, nur weil ich so klein war, werde ich auf einmal übersehen, ja. Nett, Asavo, wunderbar. Was? Das ist ja eine Einstellung hier. Er hebt verteidigend die beiden Kampfstöcke, die zerbrochen sind, vor sich und guckt auf die Waffe. Hallo! Er war doch wieder groß. Also jetzt einmal Hand hoch, wer alles was abbekommen hat. Ich schwebe dann einfach. Raphim hebt die Hand, aber er ist unsichtbar, niemand sieht ihn. Also ich reiß meine Waffe nach oben. Hör. Ja, sie klopft oben gegen den Steinboden. Was ist mit Abelmir? Wieso liegt er da am Bogen? Ich liege und schnarche und sabber so ein bisschen vor mich hin. Oh, das ist ja... So ein fauler Sack. Ich hol jetzt meinen Helm. Und irgendetwas hat mich getroffen, aber ich fühle mich hinreichend befähigt, die alleine herauszufinden. Ja, dann würdest du mir wohl helfen. Ich hänge schon fast unter der Decke. Reich mir doch deine Hand. Aber natürlich doch. Oh. Ich ziehe ihn von der Decke runter und halte ihn irgendwie sanft fest. Ja, du hältst ihn wie so ein Luftballon. Ich umarme ihn, damit er keinen Blödsinn macht. Du kennst das von diesen Kindern in den Straßen von Gareth oder so. Hast du wohl ab und zu mal gesehen, dass die auch sowas wie geschwülte Schafsdärme oder sowas hatten, die sie dann irgendwie mit alchemischer Luft gefüllt haben, die dann so lustig in der Luft rumgeschwebt sind und irgendwelche Tiere daraus geformt worden sind. So ein bisschen erinnert sich das daran. Kann ich von Abelmirs Symptomen ableiten, was ihm fehlt, beziehungsweise was er abbekommen hat? Du siehst das wohl an seiner Nase, an seinem Mund, Sporen kleben und hängen und dass das nicht nur Sabba ist, der da jetzt runterläuft. Niemand wird sich mitten im Kampf einfach hinlegen. Also er wurde definitiv von irgendwas getroffen. Du kannst eine Alchemieprobe würfeln. Die Probe, an sich ist das keine schwere Probe. Es ist eine Plus-1-Probe-Analyse. Echt? Ja, plus 3, plus 1. Dann werde ich mir die +1 mal eintragen.